Ja, Leute, der Vlog beginnt. Düsseldorf Vlog, womit beginnt er? Erstmal volltanken bei Emre. Leider Gottes. Weiß nicht, ob man sieht. 2 Euro der Liter, das war's komplett. 50 Euro schon, 20 Liter noch mehr. Geht ein wildes Wochenende. Das erste Mal, wir sind jetzt Höhe Gütersloh, 100 Kilometer Reichweite sind schon weg, obwohl ich das höchste war so 220 gefahren bin. Gerade ein bisschen ruhiger hier, weil eine Baustelle ist. Fahr jetzt auf jeden Fall Richtung Düsseldorf, Hotel ist gebucht, werden dann da noch ein bisschen entspannen, morgen dann in die Stadt gehen mit 2 Freunden noch und dann fertig machen und abends dann auf dem Geburtstag Special B-Day. Aber wie gesagt, ich nehme euch dieses Wochenende mit. Party, shoppen, alles was dazugehört, wird denke ich ganz cool. Ich hoffe, euch gefällt das dann auch. Jetzt ist wieder freie Fahrt. Vor mir ist so ein schöner Audi S5. Den wollte ich jetzt ein bisschen jagen. Ich melde mich dann später nochmal. So, 50 Kilometer oder so haben wir noch wieder Baustelle. Boah, ist das hell, Alter, das Licht. Junge, sind gut durchgekommen. Ja, bis auf die Tankanzeige haben wir alles gut überstanden. Nackenkissen wichtig und richtig. Dann werden wir gleich mal einchecken. Denk mal schön in den Badewanne noch reingehen. Das größte Zimmer im Hotel, was es gibt. Und dann wollen wir mal schauen, was da so für Annehmlichkeiten auf uns warten noch. Hab allerdings eben schon Anruf bekommen, dass noch der ein oder andere Kollege auch in Düsseldorf ist. Mal schauen, vielleicht geht heute Abend auch noch was. Ansonsten, wie gesagt, melde ich mich, wenn ich im Hotel bin. Dann sehen wir uns und hören wir uns gleich nochmal. Eingecheckt, jetzt geht's ab ins Zimmer. Ja, Leute, jetzt sind wir angekommen, noch gebadet, alles erledigt, was zu erledigen war, Sachen aufgeben. Ich schaue jetzt noch ein bisschen Fernsehen. Da gehe ich auch pennen, bin auch kaputt. Dann sehen wir uns morgen, kurze Roomtour. Zimmer ist sehr wild. Ich mache jetzt erstmal einen Heiermann. Bis morgen. So, aufgestanden. Jetzt erstmal was zu essen suchen. Ein Bäcker direkt am Rhein. Ihr wisst Bescheid. Hyatt, VfL Wolfsburg ist auch da. Wetter soll heute noch besser werden. Ist jetzt noch ein bisschen so diesig. Aber wir machen das Beste drauf. Erstmal spazieren. Schön am Wasser. Herrlich. Und dann gehen wir gleich wieder ins Hotel, machen uns fertig. Ich denke, dann geht's in die Stadt. Ich warte jetzt noch auf die anderen beiden Jungs. Die wollten gleich losfahren. Ja, und dann gehen wir noch in die City. Und dann geht's später ins Restaurant. So, kommen wir jetzt zur Roomtour hier von der Suite. Ganz oben, Blick auf den Hafen. Hier haben wir so ein kleines Wohnzimmer mit großem Sofa, Fernseher, da ist Minibar und so weiter und so fort. Hier so 2 Elemente. Oben noch mit LED. Hier links gehen wir ins Bad. Extra Badezimmer, großen Spiegel, schöne Dusche. Hier ist Toilette und so weiter. Großen Waschtisch, alles Qualität hier. Dann gehen wir rüber. Das ist noch so ein Raumtrenner, den man noch zumachen kann. Aber hier ist mal Ausblick. Schön auf den Rhein. Da hinten ist der Rheinturm und so weiter. Ja, dann kommen wir hier so Arbeitsbereich. Überall halt diese großen Fenster, dann das große Bett, Kleiderschrank, alles hier eingeräumt. Ein bisschen einkaufen waren wir auch bei Dior heute. So, war ein bisschen zu viel. Ja, und das ist das große Zimmer hier. Jetzt ruhen wir uns ein bisschen aus, machen uns fertig und dann geht's ab ins Restaurant zur Party. Jetzt geht's nach Hause. Ich hatte keinen Bock im Hotel zu pennen. Ich will lieber in mein eigenes Bett, auch wenn ich jetzt um 5 zu Hause bin. Mal schauen, wie ich jetzt durchdrücken kann. War einfach nur wild, war geil. Shoppen waren wir heute. Ich konnte nicht so viel filmen, weil die Stadt war übelst voll und in den ganzen teuren Läden, das weiß ich, kommt immer ein bisschen blöd, wenn man da mit Kamera rumsteht. Ja,
habe bei Dior das eine oder andere geholt und bei Prada noch was geholt. Kommt dann im nächsten Fashion Opening. Genau, und jetzt geht es auf A52. Deswegen lege ich mal lieber das Handy weg. Dann melde ich mich noch kurz, wenn ich zu Hause bin. Drück mir die Daumen. Bis später, Mann. So, Outro vom Düsseldorf Vlog. 2 Wochen später tatsächlich. Mich hat es nach dem Wochenende ja, mit Corona erwischt. Hat aber nichts mit dem Trip zu tun. Also da waren alle safe. Alle 40 Gäste, da hatte keiner was. Ist Sonntag beim Fußball passiert. Ich saß neben jemanden, der dann positiv war. Und alle 3, die daneben saßen. Aber andere Geschichte. Bin jetzt wieder einigermaßen fit, habe immer noch so ein bisschen Probleme, aber zum Outro machen reicht es jetzt erstmal. War auf jeden Fall ein cooles Wochenende, hat Spaß gemacht, viele neue Leute kennengelernt, viele interessante Leute kennengelernt. Hab dann auch, da waren 2, die so halt Content Creator sind, die auch so Instagrammer und Influencer betreuen halt und die haben mir noch Tipps mitgegeben, dass ich mich selber halt mehr filmen soll, weil ich filme ja meistens immer mit der Kamera andersrum und rede dann da rein, aber ich soll halt mehr mich filmen. Das will ich jetzt für die nächsten Videos auf jeden Fall mit aufnehmen. Das war ein cooler Tipp auf jeden Fall. Haben die auch recht, weil es ist ja ein bisschen unpersönlich, wenn ich immer nur, sag mal, das filme, wo ich jetzt gerade bin, aber man nur meine Stimme hört und mich nicht selber sieht. Das werde ich auf jeden Fall mit aufnehmen. Danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Katastrophe, Sprachfehler sind auch noch da. Wie immer, Video liken, abonnieren, alles das, was ihr wisst, Bescheid. Auf jeden Fall, bis dann.